So, hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Online-Java User Group Talk. Heute mit Nora Schöner und ihrem Talk Fargate in Action. Ich bin der Patrick und wie immer der Moderator hier im Kanal. Ich habe natürlich ein paar administratorische Informationen, die ich gerne zuerst mit euch noch teilen will. Zum einen habt ihr die Möglichkeit, im Chat zu schreiben: Hallo Jörg. Schreibt da mal was kurz rein, sagt Hallo, woher er kommt und so weiter. Und ihr habt auch die Möglichkeit, oben rechts Fragen bei Fragen und Antworten oder bei Q&A hinzuschreiben. Ich werde dann am Schluss des Talks mit Nora durch die Fragen durchgehen. Ihr habt auch die Möglichkeit, diese Fragen zu priorisieren. Das heißt, ihr helft mir bei der Auswahl der Reihenfolge, nämlich von oben nach unten automatisch. Genau. Ich will euch noch kurz darauf hinweisen auf die nächsten Events, die wir haben in diesem Monat. Zum einen, da die Basel One stattfindet, ist Anton Aripov hier in der Schweiz und er wird am 16.10. in Zürich ein bisschen zeigen, wie man besser mit IntelliJ debuggt. Und dasselbe wird er dann, ich glaube, sogar einen Tag später in Bern machen. Ich habe also aus diesem Grund diesen Event nicht zweimal reingeschrieben. Einfach, dass ihr es wisst, es gibt diesen Event in Zürich und in Bern. Und auf der anderen Seite haben wir einen Talk zu Panama. Und da geht es darum, dass der Jean-Frédéric Clairet herkommt von Red Hat. Das ist ein Tomcat-Committer. Und der will uns eigentlich zeigen, wie sie OpenSSL bei Tomcat implementiert haben mit dieser Panama API. Und da könnt ihr wirklich dann auch Deep Dive machen mit ihm, anschließend beim Apro. Und ihn so richtig über die Details ausfragen, wie die Dinge da bei Tomcat implementiert sind. Das heißt, für mich ist das natürlich genial, weil ich freue mich extrem auf diese Talks, obwohl vielleicht der eine oder andere Talk vielleicht nicht so shiny und perfekt sein wird, aber wirklich Nerd-Potenzial hat. Genau. Gut. Ich würde dir, Nora, gleich übergeben. Ich bin sicher, du kannst dich nachher gleich auch selber vorstellen. Ich freue mich riesig, dass wir die Chance jetzt gepackt haben, diesen Talk jetzt online zu halten. Du warst ja auf der Schweizer Tour und konntest diesen Talk in St. Gallen nicht halten. Und dann haben wir uns ja darauf geeinigt, dass du ihn dann trotzdem machst für uns einfach online. Und darum freut es mich riesig, dass du das heute machst. Und ich bin mir sicher, du wirst dich gleich selber vorstellen, dass du den Leuten erzählen kannst, was du sonst so machst und wieso du überhaupt auf dieses Thema gekommen bist. Viel Spaß! Ja, super. Danke dir, Patrick. Ich freue mich auch total, denn ja, wie schon gesagt, konnte ich diesen Talk leider so in der Form nicht in St. Gallen vorstellen und freue mich total, das jetzt nachholen zu können. Vielleicht da auch noch ein kurzer Hinweis, einfach damit wir heute online auch alle abholen können und wir doch ein bisschen mehr Zeit gerade jetzt für den Einzeltalk haben, habe ich mich entschieden, auch noch ein etwas Containerisierung mit AWS und AWS Fargate ein bisschen mehr Vorwissen und eine kleine Live-Coding-Session noch mitzugeben. Gucken wir einfach mal, also damit ihr dann natürlich alle auf quasi on the same page seid sozusagen und wir schauen dann im Nachgang, was man damit noch so alles treiben kann. Genau, ich freue mich total. Heute geht es um Containerisierung mit Fargate und ein paar Tipps und Tricks und Lessons learned, die ich so in meinen Setups jetzt hatte in den letzten Jahren. Und da gucken wir doch gleich mal rein, was gibt es heute für euch? Ich werde noch mal kurz was zu mir sagen am Anfang und warum ich auch überhaupt, wie es der Patrick auch schon angekündigt hat, eben über Fargate gerade spreche, woher das kommt. Lasst uns dann gemeinsam in so eine kleine Fargate-Knowledge-Shorty schauen und gucken, was ist das überhaupt für ein Service? Warum ist der so besonders? Wie ist der aufgebaut? Dann können wir das mal quasi in einer kleinen Live-Coding-Session uns anschauen. Ich werde hier ein Setup mit Terraform machen. Da geht es jetzt gar nicht so sehr um das Terraform-Setup, sondern eher, wie einfach oder wie schnell man das eben auch mit Infrastructure as Code hochbringen kann in die Cloud. Können wir uns mal kurz durchgucken in der Konsole, was es da so alles gibt. Und dann würde ich sagen, lasst uns danach eben mal in so Advanced bzw. weiterführende Optionen durchgehen. Und auch das Thema, das ist ein sehr wichtiges Thema, auch mal Richtung Ausgaben für diesen Service gucken, weil die sich schon unterscheiden zu einem klassischen Setup.
Und am Ende gibt es nochmal eine Zusammenfassung. Ja, dann zu mir. Hi, ich bin die Nora, Nora Schöner. Ich bin Senior Cloud Consultant bei Superluminar. Superluminar ist ein AWS Consultant Partner, ein AWS Partner aus Hamburg. Wir arbeiten aber alle remote, denn ich sitze in Erlangen bei Nürnberg. Und meine Kolleginnen sind verstreut über ganz Deutschland und auch sogar im EU-Ausland. Und wir beschäftigen uns hauptsächlich eben mit dem Projektgeschäft im AWS-Bereich und haben dann natürlich auch so öfter mal auch mit Fargate zu tun. Ich selber bin jetzt seit 10 Jahren schon in der IT dabei, habe in verschiedenen Firmen gearbeitet hier in der Nürnberger Region und somit auch schon verschiedene Rollen gehabt. Mit einem Mathematikstudium mal angefangen, bin ich dann irgendwie in die IT gerutscht, war mal Entwicklerin, hab mit der Softwareentwicklung angefangen, bin dann eben so in Richtung Engineering, Architecture gegangen, habe vermehrt mit AWS zu tun gehabt und ja, jetzt darf ich auch noch andere Firmen beraten in dem Bereich. Das ist auch sehr spannend, immer wieder neue Themen, das ist ganz toll. Genau, ansonsten, ich bin in der Community auch aktiv, unterstütze unter anderem die AWS User Group hier in Nürnberg vor Ort und bin auch AWS Community Builderin seit 2023. Das ist so ein Programm, wo quasi die Leute, die die Community unterstützen durch Content oder eben durch ihr Engagement, gewissen Raum bekommen und eben auch nochmal so eine kleine Community unter sich sind, wo man sich dann austauschen kann. Das ist auch sehr schön. Bin ich auch sehr dankbar, dass ich da jetzt aufgenommen wurde. Und neben dem ganzen AWS-Kram engagiere ich mich auch für Frauen in der Technik, vor allem hier lokal in Nürnberg und habe da eben auch ein Meetup gegründet, um gemeinsam mit meiner Freundin Anna, die Frauen hier in der Technik vor Ort in Nürnberg zu connecten und dass sie sich austauschen können. Wer sonst noch so, was ich sonst noch so mache, ich zeichne sehr gern, mag die Farbe rosa, wie ihr vielleicht schon mitgekriegt habt. Und ich mag total gern Japanisch und Japan. Ich spreche sogar ein bisschen Japanisch und hier das Foto von 2018, da würde ich sehr gern wieder zurück. Da durfte ich auch mein Kimono anziehen, auch in rosa. Das war ein Glücksgriff, bin ich sehr glücklich drüber. Wenn ihr euch mit mir connecten wollt, sehr gern über LinkedIn, einfach mal nach Nora Schöner suchen oder gerne auch über Instagram, Twitter, ich weiß nicht, vielleicht eher doch zu Mastodon schielen, aber ihr findet mich auf jeden Fall unter dem Handle Wolkencode auf eigentlich allen Plattformen und ich freue mich natürlich, wenn wir da connected bleiben. Jo, so viel zu mir. Wie ist das Ganze denn angefangen? Ja, irgendwann ging das bei mir los und dieser Kombination, ich sollte mal irgendwas mit Docker machen, es sollte ja auch Sinn haben, was man so mit Docker macht. Da gab es dann eben ein internes Setup von einem GitLab-Cluster sozusagen, also so Community Edition mal aufsetzen für den internen Projektgebrauch. Und damals war das noch, also das war so, ich glaube Mitte, Ende 2017 war das da, habe ich quasi so die ersten Schritte eben in dem Containerbereich mit Amazon ECS gemacht. ECS heißt hier Elastic Container Service. Das ist so der Vorgänger. Also den gibt es immer noch, da sage ich gleich was dazu. Aber das ist quasi so die Container-Orchestrierung, wo ich dedizierte Server nutze, um quasi meine Applikation laufen zu lassen. Ich habe so ein paar Erfahrungen gesammelt und dann hat irgendwann auf der reInvent 2017, hatte dann Amazon angekündigt, wir gehen jetzt auch in der Container-Orchestrierung serverless. Jetzt kommt AWS Fargate. War sehr interessant, sehr cool und konnte man dann auch endlich so Mitte, Ende 2018 auch bei uns nutzen. Also quasi generell GA bedeutet General Availability. Also es war dann auch für viele Regionen im AWS-Universum verfügbar. Und so konnte ich dann da auch
mal probieren und eben mein GitLab-Setup mal mit Fargate aufsetzen. Und das hat sich eigentlich dann ganz gut bezahlt gemacht. Das war einfach anzuwenden. Wie gesagt, da komme ich gleich noch zu. Und so hat sich das ein Stück weit durch meine Projekte auch gezogen. Ich hatte dann bei der nächsten Firma gab es dann, oder im nächsten Erfahrung gab es dann ein Setup für Microservices, was wir umstellen wollten. Und ich habe gesagt, Mensch, lass uns das doch mal mit Fargate probieren. Und so sind wir da auch quasi Richtung Production gegangen. Und so hat sich das Ganze eben weiterentwickelt. Und ich bin dann irgendwie auch bei Fargate hängen geblieben. Ja, gucken wir uns doch mal an, was Fargate so eigentlich ist. Also prinzipiell, ihr habt jetzt schon ein paar Begriffe gehört. Fargate ist so ein Teil von dem ganzen Amazon ECS-Universum. Also wenn man jetzt, wir werden es dann in der Konsole später sehen, wenn wir eben von der AWS-Konsole ausgehen, sucht man prinzipiell erstmal nach ECS, also nach dem Elastic Container Service und kann dann da auch Fargate auswählen, also so Fargate Cluster. Fargate ist so eine, ist quasi ein Launch Type, so nennt sich das. Und der unterscheidet sich eben zum klassischen Setup davon, dass ich mich nicht um die ganze Technik unten drunter kümmern muss. Wohingegen, wenn man also von Amazon ECS spricht, meint man oft, also ich sage jetzt mal im klassischen Sinne, spricht man oft von dem Setup, hey, ich habe eine Container-Orchestrierung, aber die läuft auf klassischen Servern, also auf dedizierten EC2-Instanzen, die ich bereitstellen muss. Da muss der Container-Orchestrierungs-Agent muss installiert sein, damit das dann auch eben ECS handeln kann. Und ich muss dann mich aber trotzdem noch darum kümmern, dass Server gepatcht werden, dass entsprechend alle Sachen da sind, die ich brauche, um so das ganze Setup zu haben. Und natürlich laufen dann diese Server auch 24/7, wenn ich sie eben brauche. Und das ist so ein gewisser, also im Vergleich zu Fargate, ist Fargate quasi so der Serverless-Ansatz von AWS-Container-Orchestrierung. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass da kein Server unten drunter ist, ne? Also ich muss mich einfach nur nicht, jetzt habe ich das hier mal aufgeschrieben, die drei Punkte, ich muss mich einfach nur nicht um die Wartung unten drunter kümmern. Also AWS sorgt dafür, dass im Endeffekt alles entsprechend vorkonfiguriert ist, dass ich mit meinem entsprechenden Image einfach nur up and running meine Services oder meine Applikation deployen kann und dann läuft sie ja auch. Ein weiterer Faktor auch dieses ganzen Serverless-Ansatzes ist eben das Thema Pay-What-You-Use-Preismodell. Also solange der Server oder das Setup in Fargate läuft, bezahle ich eben. Wenn das nicht läuft, dann bezahle ich eben nicht. Also das ist oftmals unterschiedlich zum klassischen Setup mit dedizierten Servern. Man könnte natürlich jetzt auch sagen, ja, okay, ich meine, ich kann den Server auch stoppen, ne? Dann ist er halt terminiert, aber dann ist er halt terminiert. Ne? Also dann muss ich auch wieder dafür sorgen, wenn ich das Ganze wieder online bringen möchte, dass entsprechend alles wieder vorkonfiguriert ist, alles installiert ist. Es ist auch machbar automatisiert, nur Fargate bietet mir da einfach so eine gewisse Abstraktionsschicht, um die ich mich eben nicht kümmern muss. Ein anderer Vorteil natürlich so, das ist im ganzen AWS-Universum irgendwo schon mit inkludiert, dass ich natürlich so für die ganzen anderen Services eine entsprechende gute Integration habe. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie noch eine Datenbank in AWS liegen habe, ist das sehr gut dann auch an Fargate angebunden oder auch andere Services funktionieren da einwandfrei. Da gucken wir uns dann später auch noch ein paar an. Ihr seht da noch so ein kleinen blauen Bubbel. Ich möchte es einfach nur kurz erwähnen, weil es auch mit in das ganze Container-Orchestrierungs-Universum gehört. Und zwar gibt es natürlich auch einen Managed Service für Kubernetes. Das ist EKS, der Elastic Kubernetes Service. Und der ist auch mit so ungefähr da unten mit zu verordnen. Basiert dann eben auf Kubernetes. Guter Stichpunkt, das habe ich noch gar nicht so gesagt. Ich meine, es ist vorhin vielleicht so zwischen den Zeilen ein bisschen rumgekommen. Fargate und sowohl auch also ECS selber basieren auf Docker. Also ich arbeite hier mit Docker-Images, die dann eben intern von Fargate entsprechend orchestriert werden. Also oder die Container werden entsprechend orchestriert. Gucken wir uns doch mal an, was es für Komponenten gibt. So,
Und zwar gibt es so die kleinste Einheit bei dem Ganzen. Das ist eine sogenannte Task. Und diese Task, das könnt ihr euch so vorstellen, wie wenn ihr jetzt mit Docker schon gearbeitet habt, so eine Art, ja, also so eine Art Sa Sammlung von Containern, die ich in der sogenannten Task Definition definieren kann. Denn eine Task hat einen entsprechenden Blueprint, das ist die Task Definition. Kann man sich wie so ein Docker Compose File vorstellen. Dort sind halt entsprechend, ja, was ich dann eben brauche für meine Applikation, entsprechend die Container definiert. Kann man sich so vorstellen, gut, ich brauche vielleicht hab eine Web-Applikation, also ich habe irgendwie einen Webserver und ich brauche noch einen Nginx. Kann ich das dann zum Beispiel in eine Task-Definition packen und dann würde meine Task aus diesen zwei Containern bestehen, dem Webserver und der Nginx. Ich kann das auch getrennt halten. Da ist natürlich dann entsprechend meine Architektur, die ist dann da bestimmt, wie ich das aufsetzen möchte. Ja, prinzipiell ist es möglich, ja, einzelne Teile eben in eine Task zu packen oder das auch zu trennen. So, das ganze Thema rund um, wie kann ich das skalieren? Wie kann ich so meine Task in eine entsprechende Gruppe einteilen. Da kommt dann der Service zum Tragen. Und der Service, der ist so dieser erste Orchestrierungslayer quasi. Also hier gebe ich zum Beispiel einen Start-Count mit, der halt sagt so, hey, okay, ich möchte gerne mit einer Task starten. Prinzipiell können es aber auch mehrere werden. Dann kann man auch Scaling anschalten oder ich kann auch sagen, hey, ich möchte gleich mit drei All-In gehen. Und dann würde der Service dafür sorgen, dass zu Beginn gleich drei Tasks quasi hochgefahren werden. Das Gute an einem Service ist, dass der sich dann aber auch darum kümmert, je nachdem wie der Status ist, dass auch entsprechend dieser Anzahl, die ich definiere, oder auch zum Beispiel, ich kann auch über Scaling auch eine Prozentanzahl von Healthy Tasks sozusagen geben. Dass der Service kümmert sich eben dann, dass die entsprechend dann auch immer verfügbar sind. Der nächstgrößere Schritt dann, das ist das sogenannte Fargate-Cluster. Und das Cluster ist dafür da, um so ein bisschen die Applikation voneinander zu trennen. Also ich kann hier quasi meine Task und Services logisch gruppieren, unter einen Schirm packen. Es ist so, dass ein Cluster nicht unbedingt nur aus Services bestehen muss. Ich kann auch einzelne Tasks in den Cluster packen. Der Cluster ist prinzipiell immer da. Das werden wir dann auch gleich noch sehen in der Konsole. Ja, was kann diese Task so alles tun? Ich meine, also klassisch vom Container-Dasein hat sie entsprechend entweder Public oder Private IP oder eben beides, auch wenn, also wenn ich jetzt entsprechend Public Access habe. Sie hat einen entsprechenden Health-Status, über den eben der Service zum Beispiel Dinge abfragt und ich kann natürlich Logs und Metrics auch entsprechend ausgeben lassen. Das hängt auch immer ein bisschen von der Applikation ab. Und zwar ist es so, wenn natürlich meine Applikation nicht loggt, dann habe ich auch entsprechend keine Logs im Normalfall. Metriken sind aber zum Beispiel immer da. Also da gibt es verschiedene von AWS vorgefertigte Metriken. Die Standardmetriken sind hier RAM und CPU. Wie da die Auslastung ist, also wie die Utilization, wird genau so die Benutzung. Und man kann dann entsprechend auch auf diese Standardwerte natürlich Alarms setzen und so weiter. Es gibt auch noch weitere Werte, da kommen wir dann gleich noch dazu. So, und ich dachte mir jetzt so, einfach damit wir nochmal alle auf dem gleichen Nenner sind, gucken wir mal kurz rein, wie das ausschauen kann. Lasst uns mal ein ganz simples Setup bauen. Und zwar, was werden wir tun? Wir werden einfach mal so einen ganz, ganz simplen Webserver über den Docker Hub uns stibitzen, in eine Task packen, über einen Service in einem Cluster quasi deployen. Und weil das alles super simpel ist und im Public Subnet, können wir da natürlich auch ganz easy drauf zugreifen. Und natürlich dann sage ich auch gleich noch etwas dazu, wie man das Ganze in Produktion zum Beispiel auch bauen würde. Ja, dazu muss ich mal den Bildschirm wechseln. Und wir gucken mal in ein bisschen Code rein. So.
Wir sind jetzt hier in IntelliJ. Super, duper. Okay. Wie ich vorhin schon erwähnt hatte, das Ganze ist jetzt in Terraform definiert. Das erleichtert es mir natürlich auch ein Stück weit, das Ganze eben ja, recht schnell hochzufahren und wieder runterzufahren. Was ich jetzt noch tun muss, ist, ich muss hier mir mal noch Credentials holen, damit ich auch Dinge tun kann. Wir gehen auch gleich durch das Setup durch. Und genau, das ist jetzt so, jetzt seht ihr auch noch so ein bisschen quasi, ja, wie tue ich so Dinge in AWS? Also manchmal hat man vorgefertigte Profile, manchmal hat man dann einfach nur so einen temporären Access. Das ist so für schnelles Zeigen immer ganz nett. Genau, so. Ich würde jetzt einfach das schon mal hochfahren und wir gucken dann gleich mal durch den Code, was ich da so alles deploy. Jetzt so ein bisschen Terraform-Kram. Also wenn ihr da auch dann Fragen dazu habt, sehr gerne dann im Nachgang noch. Und weil ich so mutig bin, mache ich hier auch gleich ein Auto-Approve. Und ha, das ist natürlich falsch. Moment. Ha, jetzt habe ich ein bisschen Mist gemacht, aber so ist es beim Live-Coding. Denn ich wollte ja gar nicht in diesen einen Ordner, denn ich wollte ja in den Terraform-Ordner und dann wollte ich in den Fargate-Ordner. So, jetzt müssen wir das Ganze nochmal machen. Aber ist okay. Und jetzt aber. Okay, jetzt läuft das hier so im Hintergrund mal vor sich hin. Gucken wir doch mal ganz kurz rein. Also gut, ich muss natürlich, damit ich auch entsprechend Terraform verwenden kann mit AWS, muss ich ein paar Sachen setzen. Wir deployen das jetzt zum Beispiel in die US North, in die North Virginia Region, US East One. Und genau, haben so ein paar, also ich nenne das jetzt das Ganze mal Juk-Demo auf der Dev-Stage und habe hier so ein paar Vorsachen definiert. Ja, ganz spannend, da können wir gleich auch drüber reden, denn entsprechend das Ganze wird in der sogenannten Default-VPC deployed. Und ich nutze eben hier die Public-Subnets, also Default-Subnets, um auch das Networking zu setzen. So, dann gucken wir mal. Ich muss selber kurz mal gucken, was ich hier. Okay, kein Load Balancer, alles klar. Wir werden jetzt im Endeffekt in den Service aufspannen, der entsprechend eine Task hat. Die Task können wir uns mal angucken. Und dann seht ihr hier, ich muss ein paar, also ich gebe so einen Containernamen mit. Der Network Mode ist hier, also AWS VPC, der eben mit Fargate kommt. Oder das bedeutet auch eben, dass ich Fargate verwende. Ganz interessant, so da werden wir dann bei den Kosten auch noch kommen, ist so das Thema, okay, ich muss natürlich, also ich muss irgendwo eine Kapazität mitgeben. Und das mache ich eben über den CPU- und Memory-Wert. Es ist jetzt hier gut, ist ein bisschen verzwickt, so bei, ich weiß nicht, ob das gerade nur ein Terraform-Only-Ding ist, aber an sich wird das Ganze immer so in vCPU angegeben. Also hier haben wir jetzt mit 256 CPU, haben wir quasi 250 MB, glaube ich, haben wir hier eine Viertel-CPU und wir fahren mit ca. 0,5 GB. Da gibt es auch in der Dokumentation von Fargate so einen Überblick, was wie gematcht werden muss. Okay, so. Und jetzt kommen wir zu den interessanten Part, denn der ist jetzt hier so mit JSON-Code definiert. Hier in dieser Container-Definition setze ich quasi, wie sehen meine Container aus? Ich meine, ich habe es mir jetzt hier super easy gemacht. Ich habe mir jetzt hier nur einen simplen Web-Service aufgesetzt. Aber stellt euch vor, man könnte jetzt hier natürlich auch noch einen zweiten Service mit hinzufügen. Zum Beispiel einen Nginx, so also klassisches Web-Service-Setup. Oder eine Datenbank noch mit dazu. Man muss da aber auch bei bedenken, dass im Endeffekt diese Task sich dann die Kapazität aufteilt unter den Containern. Das ist auch wichtig. Genau. So.
Ich gebe dann, also wie man das von Docker dann kennt, ich gebe dann noch entsprechende Ports mit, und man hat dann hier noch die Möglichkeit, auch eine Log-Konfiguration mitzugeben. Entsprechend dann kann man hier AWS-internes Logging nutzen. Muss noch ein paar Rollen noch mit vergeben. Da würde ich jetzt mal nicht näher drauf eingehen wollen, weil wir dann auch noch so ein bisschen zu den Lessons Learned kommen wollen. Genau. So viel zum Setup. Viele der Einstellungen, auch jetzt hier für die Container Definition, sind dann eben auch sind 1:1 von der Docker Compose Dokumentation adaptiert, also nicht Dokumentation, von Docker Compose auch eben adaptiert. Und also wenn ihr da kann man entsprechend, wenn man bereits zum Beispiel Docker Compose File hat, kann man das auch entsprechend dann mappen und nahtlos verwenden. So, dann würde ich sagen, bevor wir dann in den Advanced Part reinkommen, lasst uns doch mal schauen, was ist denn jetzt hier gerade passiert. Wie schaut das Ganze aus? Ich gehe jetzt mal in meinen AWS-Account hier rein, in meinen Playground, und da sieht man es, ich muss hier in den Elastic Container Service reingehen. Und genau, da hat sich hier ein Cluster deployed, ein Yook Demo Dev Cluster. Sehr schön. So, jetzt habe ich natürlich mir ein Ei gelegt, weil ich hatte noch vergessen, den Running Count auf 1 zu setzen. Aber das können wir gleich in der hier, das können wir gleich hier ändern. Ja, das seht ihr natürlich jetzt noch nicht viel, weil wir haben keine Task, aber das kann ich euch auch mal zeigen, das geht recht fix, kommt aber natürlich auch wieder auf die Applikation an. So, ich habe jetzt hier bei Desired Task hatte ich 0 stehen. Ich möchte aber jetzt hier zum Beispiel 1. Man kann dann hier noch so eine entsprechende Skalierung auch mitgeben, wenn man das möchte. Und ja, jetzt klicke ich mal auf Update und da sehen wir dann, und das ist jetzt so die Magic von natürlich der Orchestrierung. Ich habe quasi, wir gucken mal hier. Ich gehe jetzt gerade auf Task-Ebene und mir ist, also wenn ich jetzt so ein Count mit hinzugebe, wie viel Tasks ich quasi aufsetzen möchte, geht es in so einen Desired-Status rein. Der ist natürlich jetzt bei Running und dann wird eben gegengecheckt, so ja, wie schaut das denn jetzt gerade aus? Ist denn da wirklich jetzt eine Task Running? So, wir kriegen aber kein Zeichen von der, ne? Kein Help-Status, da müssen wir was tun. Also nehmen wir die Task Definition und fahren eine neue Task hoch. Können wir dann eben unseren Blueprint nutzen, den ich da so definiert habe in Terraform. Und jetzt rötelt das da vor sich hin. So, und da sehen wir schon, die läuft schon sehr gut. So, weil ich jetzt natürlich noch keinen Load Balancer mit definiert habe, gehe ich jetzt hier über die Public IP. Und dann sehe ich da so, wow, super. Ich habe hier so meine Visit-Zähler-Applikation. Die zählt halt hier jetzt quasi mit einem Timestamp, wie viele Requests ich an den Webserver gemacht habe. Super, super simpel, mal für Demonstrationszwecke eigentlich ganz nice. Und was man so sieht, okay, also das nimmt mir schon viel ab, ne? Also was habe ich jetzt im Endeffekt gemacht? Ich habe einfach nur gesagt, ja, hier, ich habe diesen Docker-Container. AWS, mach bitte mal, ich möchte es in Fargate hochbringen, zack, war es oben. Also natürlich muss man noch ein bisschen, haben wir jetzt ja so kurz gesehen, ich muss noch ein bisschen Coding-Arbeit leisten. Aber das ist im Endeffekt auch das Schöne. Ich komme da mit meinem Docker-Image und zack, auf magische Weise ist meine Applikation da. Das Ganze befeuert natürlich auch so diesen Ansatz, hey, ich möchte gerne Immutable Infrastructure haben, wenn irgendwas schief geht, soll die natürlich auch wieder herstellbar sein. Und ich möchte am liebsten einfach nur den Container, der auf Fehler läuft, quasi runterfahren, wieder hochfahren oder kurz Tests laufen lassen, klappt alles, vielleicht einen Fix machen in meinem Backend und das Deployment wieder neu machen und dann super alles online. So natürlich im Idealfall, in der Realität muss man dann doch öfter mal ein bisschen mehr debuggen und mehr redeployen, aber prinzipiell erleichtert Fargate mit dem Setup, was es schon mitbringt, die Entwicklungsarbeit schon sehr. Genau. Vielleicht da noch ein kleiner Fact am Rande, der
wichtig ist, Fargate selber läuft, braucht einen sozusagen einen Internetzugang. Also viel der Traffic läuft, wenn man das nicht anders definiert, übers Internet. Das muss man natürlich dann auch entsprechend berechnen oder mit einkalkulieren. Werden wir aber auch gleich noch zukommen. Okay, cool. So, wir machen das jetzt noch gemeinsam. Ihr seid meine Zeugen. Ich möchte natürlich auch wieder, dass das wieder runtergeht. Das ist jetzt so die Magic of Infrastructure as Code. Da habe ich auch schon ganz viel drüber gesprochen. Eins der besten Ansätze ist auch. Dann machen wir jetzt gleich mal hier noch ein Destroy und dann ist es wieder unten. Und es lasst uns doch wieder gemeinsam zurück switchen zur Präsentation. Ja, genau. So. Wir waren gerade dabei, mal zu gucken, wie wird das Ganze aufgesetzt, was brauchen wir da so für Komponenten. Ja, wer hatte jetzt eben, wie schon gezeigt, auf der rechten Seite von Docker Hub ein Image genommen. Da auch noch ein kleiner Fact am Rande. Wenn ich es nicht explizit spezifiziere und nur quasi den Image-Namen mitgebe, nimmt das AWS Fargate automatisch von Docker Hub. Ich kann aber auch zum Beispiel den internen Service ECR, also die Elastic Container Registry, nutzen, um dort meine eigenen Images dann zum Beispiel entsprechend bereitzustellen und dann zu nutzen. Okay. So, lasst uns mal schauen, was gibt es denn noch so Beyond the Basics? Habe ich jetzt gar nicht so krass gezeigt, aber es ist so, jede Task hat halt in irgendeiner Form eine IP-Adresse. So, und wenn ich die, also im Normalfall ist es so, niemand möchte, dass diese Task 24/7 für 10 Jahre läuft, weil dann könnte ich ja auch einen Server nehmen, sondern das ist natürlich dazu da, um entsprechend auch Infrastruktur, wie ich es vorhin schon sagte, schnell mal hochzuziehen, wieder runterzunehmen oder zu ändern und eben entsprechend wieder neu zu deployen und online zu bringen. Damit ich aber intern keine Probleme mit meinen IP-Adressen bekomme, gibt es entsprechend auch wieder da einen netten Service dafür, der mir intern hilft, Dinge zu tun. AWS bietet mir hier eine Service Discovery an mit Cloud Map, die dafür sorgt, dass ich entsprechend meinen Tasks feste DNS-Einträge bereitstellen kann. Also ihr könnt euch das jetzt hier, wie ich es mal aufgezeichnet habe, vorstellen. Ich möchte entsprechend zwei Tasks zum Beispiel aufsetzen und habe dann, der eine ist eben, der heißt dann Me-Backend, der andere heißt You-Backend und die können entsprechend jetzt dadurch, dass sie sich gegenseitig pingen können durch den internen DNS-Eintrag, können die sich quasi wiederfinden, weil eben die IP intern sich auch ständig ändert. Auch die Public-IP, also wenn ich das jetzt nochmal neu deployed hätte, hätte sich die Public-IP auch geändert von unserem kleinen Beispiel gerade. Und das ist natürlich hinderlich, vor allem wenn ich ein größeres Microservice-Setup oder Multiservice-Setup sozusagen habe, wo sich das bedingt, dass die Services in irgendeiner Form erreichbar sein müssen. Ja, wie es hier auch schon rechts steht, mit der ganzen Service Discovery mit AWS Cloud Map kann ich dann eben entsprechend Build and Resource DNS Naming bereitstellen und habe statische DNS. Und das hilft mir auch bei der Service-Kommunikation, denn sollte eben mal ein Task down gehen, ne, und wieder neu hochgefahren werden, sorgt quasi die Service Discovery dafür, dass entsprechend die IP-Adresse neu angehangen wird. Jetzt habe ich hier mal noch ein Beispiel aus Terraform mitgebracht und auch wie das dann so in der aussehen könnte. Also was das Ganze bedeutet, ich habe hinter jedem Service sogenanntes ENI, ein Elastic Network Interface, was entsprechend dann auch verknüpft ist mit Amazon Route 53.
Wo dann in einem internen Eintrag dann eben die IP-Adressen mit den DNS-Namen verknüpft sind. Wichtig ist hier, ich habe halt, also ich muss das auch entsprechend aufsetzen, kann man natürlich jetzt auch mit Terraform wieder machen, also dann setzt man eben die Service Discovery auf. Ich kann mich da auch entscheiden zwischen einem Private und einem Public Namespace. Wenn ich mich natürlich also für ein reguläres Backend macht das auch Sinn, das eben in einem Private Subnet zum Beispiel zu haben, dann macht auch da Sinn, eben den Private DNS Namespace zu verwenden für die Service Discovery. Und ich kann dann entsprechend, ihr seht das hier im zweiten Bereich, ich kann dann eben dort, setze ich für jeden Service, den ich dann habe, muss ich das dann auch tun, die entsprechende Discovery auf. Genau, und was dann auch wichtig ist, also und deswegen macht sich dann natürlich der Service bezahlbar und nicht nur die einzelne Task. Also man sollte da auch schauen, dass man den Service verwendet. Ich kann eben, diese Service Registry ist an einen Service dann angebunden. Na, und das kann ich dann, das hier jetzt in Terraform respektive dann eben verknüpfen. Und dann wird das alles intern aufgebaut. So, so kann man ein Stück weit das Networking intern verbessern, beziehungsweise einfach auch, ja, wie sagt man, resistent machen für, wenn mal was passiert. Sollte man auf jeden Fall dran denken. Ist aber jetzt natürlich auch, also es gibt auch andere Möglichkeiten, natürlich eine Service Discovery aufzusetzen. Da gibt es auch entsprechende Tools. Zum Beispiel könnte man auch ein Setup machen mit HashiCorp Consul oder vergleichbaren Services. So ein anderer Punkt, den ich ja super wichtig finde, ist, wenn man dann mal so ein Setup hat, sollte man auch wissen, was die so treiben. Na, was treiben so meine Cluster? Was treiben meine Services? Was treiben meine Tasks? Und da ist natürlich total wichtig, sich auch darum zu kümmern, wie sieht das Ganze mit den Logs aus. Na, also natürlich von der Applikationsseite, dass ich eben entsprechend Logging so verfügbar macht, dass ich da auch was rausbekomme für mich, ne, im Fehlerfall zum Beispiel, aber auch, dass ich es entsprechend einstelle. Wir hatten das vorhin schon gesehen. Ich kann eine Loggroup mitgeben zu meinem Service. Das muss aber jetzt nicht unbedingt eine AWS-Loggroup sein, also mit CloudWatch. Das kann ich anbinden. Das ist nativ auch mit verfügbar. Man kann auch noch AWS Firelands mit eingeben, kannst aber auch noch externe Tools mit anbinden, je nachdem, wie das Ganze dann verfügbar ist. Genau. Wichtig ist so ein Punkt, das mag ich hier gerne nochmal als Impuls auch mitgeben, dass man diese Logs auch nicht einfach nur vor sich hin loggen lassen sollte, ne, sondern auch damit was machen sollte. Vor allem im Fehlerfall oder in Sachen, die bekannt sind, dass die dann entsprechend halt auch in Notification gepackt werden. Und da dann auch für diese Notification zum Beispiel auch durchsuchbar und entsprechend ausführlich sein sollten. Es ist so ausführlich, dass ich eigentlich genau weiß, was passiert da gerade. Da gibt es auch ein schönes Setup, was man jetzt in AWS dann bauen könnte, wie man das Ganze so, ja, so einbinden kann. Und zwar, habe ja eben die Möglichkeit, AWS CloudWatch anzubinden. Und da ist so eine, also was ich dann auch gerne verwende, das ist der sogenannte Log-Matrix-Filter, der quasi meine CloudWatch-Logs überwacht, nochmal zusätzlich, nach gegebenen Gesichtspunkten. Also zum Beispiel kann ich hier auf Errors, also ich habe dann so eine gewisse Abfragesprache, kann man sich so ein bisschen so ein Stück weit vorstellen, wie man es von auch vielleicht Kibana kennt, mit den entsprechenden Queries, die man dann fahren kann. In dem Fall ist es ein bisschen rudimentärer für die Log-Metric-Filter. Also ich kann dann zum Beispiel einzelne Wörter angeben oder verschiedene Wortketten, nach was ich dann suchen möchte, oder auch einzelne Parameter. Und dann gebe ich zum Beispiel an, hey, ich möchte gerne in den Filter setzen für Error, wenn irgendwie eine Logs-Error kommt. Was dann passiert im Hintergrund, es wird quasi
ein Ping oder ein Ping an eine Metrik gesendet. Das bedeutet, dass die Metrik bekommt einen Wert, also zum Beispiel 0 oder 1, ne? Also 1 im Sinne von, hey, ich hab das Wort Error gefunden in den Logs. Und ich kann dann diese Metriken hier verknüpfen mit Alarming, auch in CloudWatch. Und dieser Alarm ist dann wiederum zum Beispiel an den Service SNS angeknüpft, der an ein bestimmtes Topic sendet, also an ein Nachrichtentopic. Und das Topic ist dann wiederum mit einer AWS Lambda verknüpft, also die eine Funktion beinhaltet, die mir dann das an den Messenger meiner Wahl schickt. Vielleicht in unserem Fall jetzt Teams oder auch Slack oder auch Telegram. Ich glaube, Telegram ist zum Beispiel auch möglich. Oder E-Mail natürlich, ganz klassisch. Genau. Und da, also sowas finde ich wichtig, sonst sollte man auf jeden Fall dran denken, dass man eben entsprechend auch sowas mit einbaut. Gucken wir mal, wie das ausschauen könnte, wieder in Terraform, meinem Lieblings-Infrastructure-Code-Tool. Obwohl, wer mein Talk AWS CDK versus Terraform schon gesehen hat, der weiß, so ganz, ne, bröckelt die Liebe, aber trotzdem mag ich es noch sehr. Genau, gucken wir uns das mal an, wie das hier aufgebaut ist. Ich habe hier zum Beispiel, definiere ich eine CloudWatch Log Group, die hat einen Namen, die hat eine Retention Period, also nach 90 Tagen werden die Logs zum Beispiel gelöscht. Und dann setze ich hier auf diese Log Group mein Log Metric Filter auf. Der hat ein Pattern, das heißt jetzt hier Error. Und ist entsprechend mit der Loggroup verknüpft. Und ich kann dann hier auch noch so eine sogenannte Metric Transformation mit angeben, die entsprechend eine Metric aufsetzt in einem gewissen Namespace. Jetzt geht ein bisschen tief Richtung CloudWatch Metrics, aber ich spanne mir dann oder bilde mir dann meine eigene Metric, die einen entsprechenden Namespace hat und auch einen Namen, sodass ich das dann auch zuordnen kann. Es macht daher dann auch eben Sinn, für jeden Service eben einen entsprechenden Metric-Filter aufzusetzen und das im gleichen Namespace zu verorten, weil dann kann ich mir das entsprechend auch in der Konsole in CloudWatch unter den Metrics entsprechend angucken. Das sieht man dann unter Custom, ich glaube Custom Namespaces heißt, und da kann ich dann eben mir die entsprechenden Metriken anzeigen. Hier ist noch ganz interessant, ne? Also wie schaffe ich es jetzt, dass die Metrik dann auch eben so diesen einen Wert bekommt? Ich kann dann eben entsprechende Units angeben und einmal sagen, so mein Default Value ist halt 0, also wenn halt kein Error passiert, passiert halt nichts in der Metric und dann, wenn für einen Error gibt es dann halt den entsprechenden Wert 1. Das Ganze ist dann auch noch mit einem Alarm verknüpft, wie ich vorhin gesagt habe, und da kann man das entsprechend dann quasi auf den Namespace setzen, muss noch verschiedene Einstellungen geben, zum Beispiel, hey, ich möchte einen Comparison Operator, bitte sag mir, wenn das greater or equal, also größer oder gleich zu einer gewissen Grenze ist, dann bitte schlag Alarm. Und hier würde ich dann jetzt hier sagen, so Data, also Threshold, also meine Grenze ist zum Beispiel 1, ne? Ich will immer dann auch natürlich benachrichtigt werden, wenn da auch wirklich einfach Error gefunden wird, dann müssen wir jetzt auch nicht warten, hier irgendwie bis wie viele Data Points denn mal, also quasi wie oft dann auf einmal Error geworfen wird. Ich möchte es immer gleich wissen. Und dann wird es entsprechend weitergeleitet. Das ist ein cooles Ding. Und da auch, also muss ich auch sagen, wenn man dann eben in AWS mal unterwegs ist und entsprechend viel auch so mit den internen CloudWatch Services zu tun hat, sollte man auf jeden Fall auch dran denken, seine Applikation sprechen zu lassen. Das kann man sehr gut durch Metric-Alarms tun und entsprechend vielleicht dann in irgendeinen Kanal senden, E-Mail oder eben Slack, wie ich schon gesagt habe. Also immer dran denken, es ist nicht nur für Fargate-Cluster relevant, sondern eigentlich auch für jede andere Applikation ein sehr wichtiges Hilfsmittel. So eine andere Sache noch, die, damit ich meine Cluster besser verstehen kann, sind sogenannte Enhanced Metrics. Ich hatte es schon mal angedeutet vorhin, ne? Wir haben, wenn wir jetzt so die nackte Task sehen, vor uns liegen sehen und wissen wollen, was die so macht, dann, naja, hat sie halt die Option, ich habe so ein CPU-Utilization und eine RAM-Utilization und manchmal ist das aber auch nicht so wirklich das, was ich sehen will. Also ja, ist ganz nice, aber das sagt mir nicht unbedingt immer so die komplette Gesundheit meiner Task. Und da kann man eben die Container Insights mit
enablen. Das kann man nachträglich tun, zum Beispiel über die CLI, dann habe ich hier über den entsprechenden Befehl. Man kann das aber auch bei Beginn schon mitgeben. Und was hilft mir das halt so? Das gibt mir einfach noch ein bisschen mehr Informationen. Wie zum Beispiel auch, ich glaube, eine Fehlerrate ist mit dabei. Man findet so einen kompletten Überblick eben in der Dokumentation, habe ich mal hier verlinkt. Was für mich besonders in der Vergangenheit wichtig war, war, dass dort auch der interne Speicher quasi auch mit angezeigt wird. Es ist natürlich, ja, könnte man jetzt sagen, boah, verstecken Sie hinter so einer Paywall. Ja, muss man mit leben. Es tatsächlich kommt auch das ganze Enable mit ein bisschen extra Kosten auf sich. Muss man auch einplanen. Also das ist jetzt nicht im Standard CloudWatch Log Setup mit integriert. Und genau. Wie gesagt, für mich war dann ganz interessant, dass man eben den internen Speicher überwachen kann, weil es ist so, Fargate kommt mit 20 GB hausinternen Speicher. Das ist mittlerweile auch erweiterbar. Oftmals kommt man eigentlich da aber ganz gut mit zu Buche. Nur manchmal kann es eben passieren, dass der Speicher intern vorläuft, vielleicht durch zu viele Logs, die man irgendwo zwischenspeichert. Aber das kann man dann eben entsprechend auch analysieren. Ja, und Mensch, da gibt es noch ein paar Sachen. Jetzt haben wir so geguckt, so ja, Metriken, Logs, ganz toll, aber irgendwie will ich auch noch wissen, was so passiert. Das ist auch so für mich so ein Learning gewesen, so hey, schau doch mal auf die Events, die so gesendet werden. Was bedeutet das? Jeder Service in AWS, wenn der irgendwelche Dinge tut, schickt Events. Und die können dann in CloudTrail zum Beispiel überwacht werden. Das ist auch so ein Service, der eben accountweit dann in meinem AWS-Account die entsprechenden Events sammelt. Also so ein Auditing kann man sich das vorstellen. So, jetzt ist es so, manchmal kriegt man vielleicht nicht mit, wenn irgendwas wieder neu gestartet wurde, wieder hochgefahren ist. Und ich sag mal so, zu 90% oder vielleicht zu 80%, kommt so ein bisschen auf die Applikation an, die man da so gebaut hat, ist es auch alles voll okay. Denn ich will ja Immutable Infrastructure bauen. Ich möchte ja gerne, dass das von mir aus auch noch selbstheilend ist. Ne? Also das darf sich runterfahren und wieder hochfahren. Dafür habe ich ja Fargate und die Orchestrierung. Manchmal kann es aber eben auch zu Problemen kommen und dann muss man auf die Fehlersuche gehen. Und dann ist es total wichtig zu schauen, naja, was war denn so der Status vorher? In der Vergangenheit, bei manchen Setups oder auch dann, wie die Applikation aufgebaut war, halfen dann auch nicht die Logs weiter. Und dann ist es total eben wichtig, für sich selber so ein Auditing auch zu haben. Das bedeutet eben, na, ich gucke auf die Events, ich muss entsprechend Events auch handeln, wenn sie passieren. Und sollte es auch quasi sichtbar machen. Wie kann ich das tun? AWS, jetzt kommen wir wieder zu dem so vom Haus aus, ne? Was bietet es da, was bringen die da mit? Da gibt es den Service EventBridge. EventBridge ist quasi so ein Service, der als Scheduler verwendet werden kann, um entsprechende Lambda-Funktionen oder andere Services auch aufzurufen. Ich kann damit aber auch nicht nur Dinge schedulen, also zu einer bestimmten Zeit laufen lassen, sondern ich kann eben auch sagen, so hey, wenn ein bestimmtes Event kommt, bitte tu was. Und das macht sich dann ganz nützlich, wenn ich eben auf bestimmte Events für Fargate hören möchte. Da gibt's, muss man dann entsprechend ein Event-Pattern festlegen in EventBridge und dieses Event-Pattern könnte jetzt zum Beispiel sein, hey, also ich, Moment, Entschuldigung. Hey, ich möchte natürlich über AWS ECS auf die Events hören. Also bitte nur von der Quelle. Und bitte lass mich doch auf Events hören, die den schönen Namen tragen. Hier in unserem Fall ECS Task State Change. Also irgendwie hat sich der State der unserer Task geändert. Oder generell, wenn irgendwie eine Service-Action passiert, also wenn irgendwas am Service läuft, zum Beispiel der Service stellt fest, dass er down ist, ne? Oder dass
dass irgendwie der Desired Count runtergegangen ist. Oder also verschiedene Events werden dann gefeuert. Das kann man dann auch in der Dokumentation, gibt es auch wieder eine gute Übersicht drüber, welche Events werden denn gefeuert und was, was haben wir da, auf was können wir da hören. Und dann so das Setup wieder, ne? Also ich möchte es ja, mein Ziel ist ja, es sichtbar zu machen. Vielleicht sogar auch Leute, die on call sind, benachrichtigen zu lassen, so hey, da passiert gerade was mit meiner super wichtigen Applikation, die 24/7 laufen muss, du bist jetzt verantwortlich, bitte guck mal rein, ne? Bitte auch mit den Kollegen abstimmen und nicht und um 2 Uhr nachts entsprechend vereinbaren, wer ans Telefon gehen muss, sozusagen. Ich switche mal vor. Genau, sowas passiert dann, ne? EventBridge kann dann eben zum Beispiel eine Lambda triggern, die wieder entsprechend auf Teams, quasi auf Teams zurückgreift und da eine Nachricht hinsendet oder Slack oder andere wichtige, tolle Messenger, die man so im Arbeitsleben haben kann. Natürlich auch E-Mail ist hier wieder möglich. Genau, das sind so Sachen, an die man denken kann, die man implementieren kann, um einfach auch so das quasi das Verhalten der Cluster, das Verhalten meiner Task sichtbar zu machen. Jetzt würde ich noch zu einem anderen wichtigen Thema kommen, und zwar Kosten. Schauen wir uns doch mal an, was Fargate so kostet. Fargate kostet an seiner kleinsten Kombination, also hier ein Viertel CPU und 0,5 GB RAM, ca. $8 im Monat, wenn ich einen Task in dieser Größe laufen lasse. Ja, das ist schon mal so eine Hausnummer, weil man sich denkt, wenn man jetzt mal vergleicht, ne, gucken wir uns mal an, was kostet denn so ein normaler, schnöder Server? So, zum Beispiel kann man hier die EC2 T3A Nano Instanz, die ist ungefähr beim gleichen Setup, da sieht man aber schon, okay, die gehen da nicht unter 2 CPUs, sondern, aber da ist der RAM-Wert ist da jetzt halt zum Beispiel gleich. Und da sehen wir, okay, also die T3 kostet $4 im Monat und jetzt die T4, das ist so die neueste Generation gerade von den, ich würde jetzt mal sagen, General Utility Servern, die sind sogar bei 3,50 pro Monat. Ja, okay, jetzt gucken wir mal an. Ich habe ja vorhin gesagt, ne, wenn ihr sehr aufmerksam wart, habe ich ja gesagt, 20 GB SSD haben wir da schon mit dabei. Jetzt gucken wir mal, ja, was kostet das dann so? Alles klar, naja, da bin ich hier irgendwie so bei $5 pro Monat und 5,40 und $5 pro Monat. Aber es kommt ja immer noch nicht so ran an meine $8. Ne? Also könnte man jetzt vom Kostenaspekt sagen, so, ja, also Nora, weißt du, da tue ich mich ein bisschen leichter, wenn ich einfach meine Linux-Kiste hinstelle und dann mache ich das halt. Ne? Also man muss ja auch auch bedenken, ne? Also dieser Preis, den bezahle ich wirklich pro Monat, wenn Fargate komplett durchläuft. Der Server steht auch da und läuft dann komplett durch, natürlich. Was wir aber bedenken müssen, ne? Das ist so dieses Richtung Total Cost of Ownership-Prinzip. Ja, wenn ich mich für einen Server, einen dedizierten Server entscheide, bin ich auch die Maintainerin davon. Also ich muss mich um das Setup für die Orchestrierung kümmern. Das kann eben jetzt zum Beispiel über ECS laufen und mit meinem Container Agent, okay. Trotzdem muss ich für Patching sorgen. Ich muss entsprechend die Programme drauf haben auf dem Server, dass das alles funktioniert und so weiter. Wir hatten es, also ich wollte es euch ja vom Live-Coding zeigen. Im Vergleich dazu, ja, gebe ich dem Fargate meinen Docker-Container mit und der Rest erledigt sich in irgendeiner Form. Und das ist schon mal so ein großer Vorteil. Der kostet natürlich auch. Das muss ich mit bedenken. Aber ich habe hier natürlich am Ende auch einen recht großen Gewinn für meine Produktivität. Und das macht sich auch sehr stark dann bemerkbar, wenn ich zum Beispiel ein kleines Team habe, was nicht so die Erfahrung hat eben mit Serverwartung oder auch einfach nur eine kleine Applikation, die gar nicht so viel Kapazität braucht, kann ich mich natürlich leichter tun, indem ich das auf dem Fargate-Server setze, sozusagen. Ja, so. Und dann ist aber, ist natürlich jetzt das Ding, so gut, jetzt habe ich ja halt, ich meine, ich habe jetzt den Server da aufgesetzt, also den Fargate-Cluster, will jetzt gar nicht von Server reden, Gottes Willen. Ich habe ja gesagt, das ist serverless, ne? Nee, mein Fargate-Cluster aufgesetzt
Und ja, jetzt kostet der $8 im Monat, okay, können wir verkraften, aber was sind denn noch so Sachen, die ich in ein bisschen in Gedanken halten muss, weil tatsächlich werde ich ja nicht nur für Fargate abgerechnet, sondern bei AWS passieren dann noch ganz viele andere Dinge. Wir müssen ja auch irgendwie Geld verdienen. Wenn ich jetzt so an die Produktiv-Setups denke, die ich betreut habe, dann gab es so Sachen, die ich am Anfang schon echt unterschätzt habe. Und vor allem, das war so die Sache links. Es ist das Thema, ja, jeder Traffic geht eigentlich übers Internet. Das muss man einfach mit bedenken, vor allem dann, und da kommen wir zu dem Thema, was ich mit dem Bild rechts darstellen will. Wenn ich intern oder auch extern Pakete, also Container, Images brauche, Entschuldigung, die natürlich sehr groß sind. Weil somit habe ich jedes Mal, wenn eine Task hochgefahren wird in Fargate, lädt sich das natürlich das Image, ne? Das zieht sich das Image und dann wird entsprechend das ganze Setup vorgenommen. Und wenn die Images entsprechend groß sind, na, sorge ich natürlich für sehr viel Traffic, wiederum für sehr viel Geld, also für Kosten, viel Geld für Amazon, aber das muss man halt einfach auch bedenken. Und da kommt man dann am Ende so, ja, okay, wenn man da nicht aufpasst und Kosten einem wichtig sind, na, also es kann ja auch sein, ich meine, vielleicht für kleine Firmen ist es relevant, manchmal ist es so aus der Erfahrung heraus für größere Firmen, werden dann andere Einsparungen vorgenommen, aber da guckt man nicht so schnell drauf. Ist aber trotzdem auch ein wichtiger Faktor, den man bedenken sollte. Was kann ich denn da zum Beispiel tun, um so dieses Thema Hey, Internet-Traffic und so, wie kann ich da rangehen? Da würde ich mal einen kleinen Schwenk machen zu Networking nochmal und wie man das mit einbauen kann. Zum Beispiel gibt es in AWS die Möglichkeit, sogenannte VPC-Endpoints aufzuziehen. Die sorgen dafür, dass quasi mein Traffic nicht über das Internet geht, sondern intern über AWS geroutet wird. Entsprechend der Endpunkte, die ich dann angebe. Ihr könnt euch das so vorstellen, also sind jetzt mal hier auf der rechten Seite verschiedene Services aufgelistet. Wir hatten jetzt sehr viel von CloudWatch gesprochen. Das heißt, auch das würde über das Internet gehen. Na, jetzt kann ich aber sagen, so, wo, wart mal ab. Da habe ich ja super viel Traffic drauf, ne, weil ich logge die ganze Zeit und ach, das hört nicht auf. Ne. Da könnte ich jetzt mir sagen, so, ich mache einen VPC-Endpoint hin und sage, okay, also das muss man dann entsprechend einstellen und könnte dann eben auf CloudWatch so einen Endpoint setzen. Dann müssen die Routing-Tabellen angepasst werden, dass quasi dann eben auch entsprechend nur für genau diesen Endpunkt dann intern nach CloudWatch geroutet wird. Und das ganze Ding ist, jetzt ist die Frage, okay, ab wann mache ich das denn? Da muss ich auf die Cloudonauten verweisen. Die hatten dann vor Jahren mal einen wunderbaren Blog-Post dazu geschrieben, wann welche Dinge Sinn machen. Und das muss man tatsächlich sich ausrechnen. Also wenn ich weiß, ich habe alles in AWS liegen, ne? Also auch meine Container Registry, also meine Images liegen auch in AWS und ich brauche an sich gar keine Internetverbindung, ne? Kann es Sinn machen, darüber nachzudenken und zu sagen, ich baue das jetzt alles auf Endpoints. Ich glaube, ich weiß gerade nicht, ich habe leider gerade nicht im Kopf, wie viel der aktuelle Preis für einen Endpoint ist, ne? Also die Kosten natürlich dann auch entsprechend, das könnte ich. Bitte nagelt mich nicht fest, könnten es $7 pro Monat sein. Das müsste man dann mal gucken. Das steht in der Pricing-Doku. Das läppert sich natürlich dann auch, ne? Wie entsprechend welche Services ich brauche. Jetzt ist es zum Beispiel so, wenn ich die Container Registry intern brauche, brauche ich zwei Endpoints. Muss man dann einfach gucken. Es ist so wie mit allen Dingen. Ich muss halt auch mal schauen, rechnet sich das für mich. Ansonsten wäre wahrscheinlich dann sinnvoll, wenn mein Cluster in einem privaten Subnet liegt, dass ich dann mit einem NAT Gateway arbeite und wieder mit einer Internet Connection. So aus dem Nähkästchen geplaudert, bei einem Projekt, was ich eben damit aufgesetzt hatte, hätten wir auch super gerne damit unseren Outside-Traffic reduziert. Da haben wir eben nur das Problem, dass wir eben auch aus unseren Containern heraus, also aus unseren Fargate-Clustern, auch externe APIs angesprochen haben. Das heißt, wir mussten übers Internet gehen. So. Und dann ist natürlich so die Frage, gut,
lohnt sich jetzt da noch zusätzlich Aufwand zu betreiben in den Endpoint, den aufzusetzen, damit der Traffic intern ist, oder lasse ich es dann nicht lieber doch einfach alles übers Internet laufen? Und da war dann die Entscheidung aber auch in irgendeiner Form klar für uns. Also, dass wir dann eben weiterhin auf den Internet-Traffic gesetzt haben sozusagen und eben nicht in Endpoints gegangen sind. Kleiner Funfact so am Rande, wenn ihr euch mit AWS schon länger beschäftigt oder auch so ein Setup habt mit einem S3-Bucket oder auch mit einer DynamoDB, also das NoSQL-Pendant, das sind zwei, also der eine ist ein, sind, ich glaube, das sind zwei Gateways, nennt sich das, VPC-Gateways. Die sind kostenlos. Also da auch mal ruhig gucken, ob man da vielleicht ein bisschen Traffic sparen kann. Die kann man eigentlich immer aufsetzen und kann dann entsprechend, also da muss dann noch die Root-Table angepasst werden und da kann man dann entsprechend auch den Traffic intern leiten. Genau, so. Lange Rede, kurzer Sinn, was kann man noch so machen? Man kann doch, also wenn man so quasi selber möchte, das in irgendeiner Form das eigene Setup ansprechbar ist, also wenn man so denkt, okay, ich stelle global Services bereit, die wiederum von einem anderen Setup aufgerufen werden, aber auch alles liegt in AWS, kann ich über den sogenannten VPC Endpoint Service auch noch sagen, hey, ich möchte jetzt gerne, dass das eine globale Setup eben über einen, dann ist es ein Network Load Balancer und ein Custom Endpoint als sogenannter Shared Service dann bereitgestellt wird und ich entsprechend da auch dann den Traffic eben intern laufen lassen könnte. Wenn wir jetzt mal unserem Beispiel von vorn gehen, ich meinte so, hey, das Setup, an dem ich mal mitgebaut habe, hat eine API aufgerufen, eine externe, wenn das jetzt meine eigene API gewesen wäre, die wiederum auch in AWS liegt, Checkpot, dann hätte ich das zum Beispiel bauen können. Natürlich, leider hatten wir jetzt nicht das Glück. Ich weiß jetzt auch tatsächlich nicht, wie das ist, wenn es in AWS liegen würde, ob man da irgendwie, aber da müssten die ja dann selber das Setup machen mit dem Network Load Balancer. Es ist ein bisschen tricky. Da muss man dann vielleicht Gold Support bezahlen bei dieser externen API. Wer weiß. Genau, das ist eine Möglichkeit. Noch ergänzend dazu, wenn es mal nicht klappt mit dem Custom Endpoint, kann man auch VPC Peering nutzen. Das ist auch noch so eine Möglichkeit, um so ein bisschen Network Traffic zu sparen. Also die Kosten dafür, nicht den Traffic. Und könnte dann entsprechend ein VPC Peering machen. Das hat so ein paar Limitationen. Ich kann nur eine bestimmte Anzahl an VPC Peerings aufsetzen. Man muss ja auch noch entsprechend eben die Routing Tables anpassen. Ist vielleicht nicht immer so eine gute Lösung. Muss man dann entsprechend abschätzen. Okay, lass uns doch mal zusammen gucken. Mensch, jetzt haben wir ein bisschen noch auf Networking geguckt. Was kann ich noch so machen? Ich hatte es vorhin mit der Package Size eben schon angesprochen. Das ist auch so ein Punkt, wie man eben auch Kosten einsparen kann, beziehungsweise auch generell. Und das geht nicht nur jetzt AWS-kostentechnisch, sondern auch so in das Thema Richtung Nachhaltigkeit. Ne? Da spricht man jetzt auch sehr viel davon im Softwarebereich von Nachhaltigkeit. Das trifft da hier auch sehr gut oder passt da hier auch sehr gut mit rein. Denn schaut mal so, hey, ist denn das Image, was ich da verwende oder das Package, was ich da, das kann man universell auch sehen, hat das denn eigentlich das, was ich brauche? Ist das zu viel? Und wenn ja, zu viel, dann einfach ein bisschen verkleinern oder ein Customized Image draus machen und das dann verwenden. Entsprechend. Also wir aus der Erfahrung raus, ne, wir hatten, mussten ein bisschen auf die Kosten gucken bei unserem Setup und hatten dann auch festgestellt, so hey, unser initiales Image ist auf einem, ich glaube, es war damals Ubuntu-Image aufgebaut, war eine Spring Boot-Applikation, hatte einfach so ein ganz normales Standard-Image, ne, wo ich das dann alles drauf habe. Und da hat man festgestellt, so ja, okay, das ist halt ziemlich groß. Das ist so irgendwie, ich glaube, es waren so 500 MB, glaube ich jetzt, weiß es gerade nicht mehr ganz genau aus dem Kopf. So, wenn man dann natürlich so 5 bis 10 Services hat, die immer wieder so eine Größe ziehen müssen, da kommt man dann schon auf ein bisschen Traffic, das könnt ihr euch vorstellen. Vor allem, wenn man so sich in der Dev-Umgebung befindet, wo dann doch wirklich einfach mal täglich auch ein Redeployment stattfinden kann. Deswegen sind wir da zum Beispiel dann auch auf dem Alpine-Image gegangen. Also da auch geguckt, dass man da einfach auch wirklich nicht
zu viel drin hat. Also auch zu der zweite Punkt, don't overload. Ne? Nimm nur das, was nötig ist. Und total wichtig, auch immer auf dem neuesten Stand halten. Da können immer mal noch ein paar Optimierungen kommen. Aber natürlich nicht vergessen, mal zwischendrin zu testen. Nicht, dass irgendwie ein Major Feature rausgenommen wurde. Auch alles schon gehabt, ist nicht so geil. Wenn dann der Kunde meint so, hey, ich kann meine Sachen nicht mehr löschen. Was ist denn da los? Und du feststellst, okay, da war irgendwie das API-Update nicht so gut gelaufen. Aber das wäre mal was für so eine Fuck-up-Night. So, Kosten beschäftigen uns immer noch ein bisschen. Ich hoffe, ich langweile euch nicht schon damit, aber wir können da noch ein bisschen mehr tun. Denn, erinnert euch noch an das Live-Coding-Beispiel. Ich habe da ja den Desired Count, so den Start Count, habe ich ja irgendwie auf 0 gesetzt. Ne? Und auch damit kann ich spielen. Also wenn ich zum Beispiel mich auf einer Dev-Umgebung, also auf einer Testumgebung finde, die muss ja zum Beispiel nicht 24/7 laufen, wenn ich das mit Fargate laufen lasse, ne? Also wenn ich das Fargate verwende. Ich kann zum Beispiel auch mal meine EntwicklerInnen in den Feierabend zwingen. Ist auch immer gut, ne? Dass man auch mal wieder daran erinnert wird, so hey, mach bitte auch mal Feierabend. Das ist total wichtig. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, so ich möchte gern diesen Desired Count, also quasi der Count, auf den der Service dann hoch und runter fahren soll, den kann ich eben entsprechend mit dem Wert steuern. Das kann ich auch wieder mit Event Bridge machen, da bietet sich das ganz toll an, ganz gut an, dass ich entsprechend sage, okay, ich habe so eine Startzeit, bitte macht es im Empfang immer früh um 6, fährst du hoch, also setzt den Count auf 1 und abends um 8 setzt ihn einfach auf 0. Und das triggert wiederum eine Lambda-Funktion, die im Endeffekt hier zum Beispiel, ich habe es jetzt mal mit Python genannt, kann dann eben diese Funktion Update Desired Count ausführen und dann wird der Service in Fargate halt runtergefahren oder der Task wird runtergefahren im Service oder hochgefahren, je nachdem, was ich dann eben machen möchte. Da auch noch ein kleiner Fun Fact, auch kommunizieren. Wenn ihr mal das Test-Setup länger braucht als um 8, weil das führt natürlich zu ganz schön viel Stress und Schweiß bei Leuten, die nicht wissen, wie sie das dann wieder von Hand hochfahren können. Das war sehr fies. Also ich glaube, da habe ich meinen Kolleginnen damals auch nicht so viel Gefallen getan. Da ist einfach auch total wichtig, sprecht euch ab, wenn noch mal irgendwie eine längere Testphase ist oder dass man irgendeine Funktionalität hat, dass man das auch stoppen kann. Aber ich glaube, da kommt man auf jeden Fall auch hin. So, wir sind so fast am Ende. Was kann ich noch tun? Kleine Dinge, die man mit Fargate auch noch tun kann. Der erste Punkt, den finde ich nicht ganz so toll, denn eigentlich möchte ich ja gar nichts mit meinem Container, mit der ganzen Infrastruktur drunter zu tun haben. Aber es ist seit einer Weile auch möglich, eben sich per SSH auf die Container zu connecten. Muss man entsprechend Sachen konfigurieren. Da gibt es auch einen Blogpost dazu. Habe ich tatsächlich aber selber noch nicht so wirklich Hand angelegt, einfach weil ich möchte mich da gerne wehren. Ich möchte gerne wirklich meine Immutable Infrastruktur haben und einfach alles wegschmeißen, wenn es nicht mehr funktioniert und wieder hochfahren. Das wäre sehr schön. Man kann auch mittlerweile den Speicher noch aufstocken mit einem externen Speicher und es gibt noch verschiedene Tools, ihr habt jetzt eins schon gesehen, mit dem ich entsprechend natürlich das Ganze automatisieren kann. Also ein Richtung Infrastructure as Code wäre da zum Beispiel Terraform oder CDK, das AWS-interne Infrastructure as Code Tool zum Beispiel ein Weg, aber auch CloudFormation, um mal das AWS-internen Service da noch zu nennen. Und was auch interessant ist, es gibt zum Beispiel App-to-Container, indem ich quasi eine App oder eine Applikation, die nicht containerisiert ist, über AWS nach Fargate bringen könnte, unter anderem. Oder AWS Copilot ist auch so ein Tool, was mir hilft, recht einfach das Ganze aufzusetzen über eine CLI. Das ist auch ganz nett, kann man sich mal reinschauen. So, jetzt gucken wir doch nochmal, fassen wir mal zusammen. Was waren so Herausforderungen? Also Fargate klingt ja ganz, ganz nice. Ich hoffe, ich konnte euch den Vibe auch mit rüberbringen. Aber tatsächlich, woran man natürlich denken muss, ne? Das ist so dieses, hey, wenn mir Kosten wichtig sind, muss ich ein bisschen drauf achten, weil es einfach an gewissen Stellen teurer ist, gibt mir aber entsprechend auch Benefits dafür. Ein anderes Learning an der Herausforderung, die ich auch noch mitgenommen habe, so für zukünftige Setups, Applikationen bzw. Services so schneiden, dass es effizient ist.
Nicht so viele Services verwenden. Nicht so aufgebläht lassen. Ja, also auch so an Package Size oder an Image Size denken. Das ist total wichtig, dass man sich da eben auch ja, so ein bisschen in die Schranken selber auch weist und auch so eben guckt, so hey, was muss eigentlich meine Service-Architektur, meine Microservice-Architektur da können und was ist vielleicht etwas zu viel. Anderes Ding, was ich als Herausforderung auch fand, ne? Ich war tatsächlich jetzt so war sehr oft eher auf dem Infrastrukturpart. Das heißt, ich habe nicht so direkt an der Applikation mitgearbeitet, aber ich habe festgestellt, die Applikation muss auch Build-Interruption-Toleranz haben. Also das heißt, wenn mal zwischendrin irgendwie was kaputt geht und der Service sich neu startet, also die Task wieder hochfährt, das muss die Applikation auch können. Das würde jetzt mal sagen, so heutzutage ist es vielleicht sogar ein No-Brainer, aber trotzdem denkt da auch dran, das kann eine Challenge sein, wenn man eben da drauf fokussiert ist früher, so hey, ich habe da aber so meinen Webserver, den hege und pflege ich, was total okay ist. Ne? Also keine Offense da, to that, aber natürlich baut eben Fargate eher auf dem Prinzip Immutable Infrastructure auf. Ich möchte es wegschmeißen können und einfach wieder neu hochziehen, wenn irgendwas fehlgeschlagen ist oder ich mich irgendwie verzettelt habe beim Deployment. Und das muss eben die Applikation auch können. Und auch Datenbanken. Auch total wichtig. Also so das ganze Umfeld sollte da drauf eingestellt sein, wenn mal der Ping kurz nicht funktioniert oder eben in irgendeiner Form, dass man sich auch Richtung Blue-Green Deployment dann entsprechend umschaut. Andere kleiner Merker auch hier immer wieder für mich. So ein gewisses Version Pinning auch mitzunehmen und sich auch immer zu informieren, so hey, was ist denn die aktuelle Version? Bei Fargate ist es jetzt so, da gibt es die Version 1.4, die bringt sehr viel mit. Ich hatte aber in der Vergangenheit auch das Problem, dass zum Beispiel manche Sachen eben noch auf einer älteren Version liefen. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, weil ich einfach immer so, ja, mach halt latest, ne, das, was du da hast. Und es war, manchmal war es 1.3, manchmal war es dann schon 1.4 und da hat man dann auch Unterschiede gemerkt. Deswegen auch immer daran denken, hey, schaut euch an, was ist so die latest Version und pinnt es entsprechend zum Beispiel auch. Kommen wir mal noch Richtung Vorteile. Der erste ist vielleicht etwas umstritten, den ich jetzt zeigen werde. Aber ich muss tatsächlich sagen, so für mich jetzt als Vorteil Fargate, ne, es ist, ich hatte es ja schon mehrfach jetzt gesagt. Ich hoffe, ich konnte euch das mitgeben. Es ist ein recht einfaches Setup. Ich muss mein Docker-Image mitbringen und das ist super. Und irgendwie ist es halt auch kein Kubernetes. Es ist kein Kubernetes-Overload. Ich muss mich damit nicht befassen. Wenn ich vorher mit Docker gearbeitet habe, juhu, kann ich Docker weiterverwenden. Ganz toll. Ich meine, das ist einfach so ein Punkt. Es geht hier aber jetzt natürlich nicht darum, Kubernetes und Docker zu vergleichen. Beide Tools haben ihre Vor- und Nachteile, kommen mit verschiedenen Ansätzen daher und je nachdem, wo ich mich auch befinde, das nutze ich dann auch sehr gern. Ein anderer Punkt natürlich, ja, wenn ich mich im AWS-Umfeld bewege, ist top, ne? Ich hab mein sozusagen Serverless-Orchestrierungstool, Docker as you go, Docker oder Docker to go sozusagen, ist schon ziemlich cool. Was ich auch toll finde, ist so dieses ganze Thema rund um Monitoring, dass es das einfach mitgebracht wird. Ich viele, wie ich euch auch schon gezeigt habe, so viele Sachen drumherum noch einstellen kann. Und ich wollte es einfach nochmal zeigen, weil ich den kleinen Wal so süß finde. Es ist halt einfach, ja, up and running in no time. Und wenn du schon eh mit Docker dich beschäftigt hast, dann ist, wie ich gesagt habe, dann kommt man da auch schnell voran. Wenn natürlich nicht, ist klar, hat man eine gewisse Lernkurve, hat man bei Kubernetes auch, hat man, wenn man sich mit AWS noch nicht befasst hat, auch. Es kommt immer, neue Tools bringen immer irgendwie Herausforderungen mit sich, aber es ist auch total toll, wenn man das dann gemeistert hat und einfach mal was Neues gelernt hat, ist auch toll. Und ich hoffe in dem Sinne, ich konnte euch jetzt ein paar neue Impulse mitgeben und ja, vielen Dank, dass ihr alle mit dabei wart. Und auch vielen Dank, dass ihr euch dann vielleicht später in der Aufnahme auch noch dieses Video anschaut. Da freue ich mich sehr, freue mich über Feedback. Meldet euch bei mir über meinen Handle Wockencode. Wer weiß, wie lange ich noch auf Twitter bin. Ansonsten Mastodon oder Instagram oder schreibt mir einfach bei LinkedIn. Nora Schöner, da freue ich mich total. Hier noch ein kleiner, einfach nur mal, dass ich es gezeigt habe. Ne? So also ein paar kleine Verweise zu den Bildern, die ich noch verwendet habe. Und
Ja, damit würde ich sagen, Patrick, ich gehe wieder zurück zu dir. Und ja, bin gespannt, gibt es noch Fragen? Haben wir noch Zeit für Fragen? Schaut gerade nicht so aus. Aber das ist auch nicht so schlimm. Dann, vielleicht habe ich sie sogar alle beantwortet. Das wäre ja super. Wenn euch noch welche einfallen, dann ja, habt ihr Kanäle, wo ihr die stellen könnt. Und natürlich stelle ich auch die Folien dann zur Verfügung und würde mich freuen, wenn dann noch irgendwie dann irgendwas kommt. Also, traut euch dann. Ich höre dich nicht. Verdammt. Das ist nicht gut. Hörst du mich jetzt? Jetzt höre ich dich. Oh Gott. Ah, final, endlich geschafft. Ich habe doch so einen Hardware-Button im Lämpchen drauf, den habe ich gedrückt, dass mich niemand hört, währenddem du gesprochen hast. Und jetzt habe ich ihn vergessen. Sorry. So wie das Leben ist. Ich hätte noch eine Frage an dich. Und Sehr zwar gerne. folgende. Was hältst du zu Terraform und Open Tofu? Das ist ja die Frage, die sich stellt. Du hast ja immer von Terraform geredet. Jetzt redet alle Welt über Open Tofu. Kannst du kurz den Teilnehmern erklären, was es ist und was du davon Natürlich. hältst? Natürlich. Jetzt ganz heikles Gebiet, weil ich tatsächlich leider noch nicht so viel Zeit hatte, mich damit zu befassen. Aber ich hole euch mal ganz kurz ab. Also tatsächlich ist es so, Open Tofu ist eine Alternative gerade zu Terraform, eine Community-Alternative, die so in der Mache ist. Es gab Ende August war es so, dass HashiCorp bezüglich der Lizenzierung von Terraform eine Änderung publik gemacht hat, die Richtung Business-Lizenz geht. Das heißt, also es ist nicht mehr so ganz klar leider gewesen, was passiert jetzt mit Tools, die entsprechend Terraform verwenden, müssen die in entsprechende Lizenzierung gehen, müssen die bezahlen, werden die jetzt verklagt? Who knows? Das hat für sehr, sehr viel Unruhe in der Community gesorgt, was dazu geführt hat, dass es ein entsprechendes Open Terraform oder Open TF Manifesto gab, woraus jetzt sich Open Tofu quasi ergeben hat. Ich habe, wie gesagt, Super leider Name. noch, ja, ich habe leider noch keine Zeit gehabt, so reinzuschauen, was ich aber schon durch ein paar Kollegen mitgekriegt habe. Es ist auch da immer noch nicht so ganz klar, kann ich das jetzt verwenden auf eigene Gefahr hin? Also meine Einschätzung ist tatsächlich, man sollte es sich mal anschauen, weil das ist so ein, ich verstehe beide Seiten. Ich verstehe natürlich so Entwicklungen. Hey, ich brauche irgendwo ein Modell, wo wir Einnahmen generieren können aus einer Arbeit, die wir geschaffen haben. Das ist ganz klar. Andererseits bei Terraform ist natürlich auch eine ganz, ganz starke Community dahinter, die das Tool erst groß gemacht hat. Und das kann ich auch verstehen, dass man da zu Recht sagt, so, hey, stopp, Moment mal, ne? Meine Arbeit steckt hier mit drin und jetzt wird es irgendwie unsicher. Man sollte auf jeden Fall mal, also es kommt, wird da demnächst jetzt auch bald bei mir noch ein Blogpost kommen zu Open Tofu, mal das anschauen. Aber auch da, also ich glaube, solange man es selber verwendet, in dem entsprechenden Setup, ist gerade da noch nicht so viel zu befürchten. Wenn man aber ein Tool hat, was selber dann auch wieder kommerziell zum Beispiel genutzt werden kann und also auf dem Original Terraform aufbaut, könnte kritisch sein, ist aber auch bei Open Tofu gerade noch nicht gewährleistet. Das ist, da hat die Props to eShell, da hat mir die eShell einen Screenshot von geteilt. Es sieht auch so aus, dass da auch noch nicht ganz die Lizenzierung geklärt ist. Ah, es ist gerade immer noch so ein. Wie wird das spannend werden, weil ich habe gesehen, Ja. vor 2 Wochen hat das zur Cloud Native Foundation gewechselt als Projekt. Grundsätzlich mal. Und ich meine, es ist definitiv schon mal ein gutes Zuhause für ein Projekt wie dieses, weil es gehört ja schlussendlich zur Linux Foundation. Und die werden schon was Gutes draus machen, hoffentlich. Ich denke auch, ja. Also ich finde es total spannend zu sehen, was so Community machen kann. Also, mein klar, das kommt auch immer so ein bisschen auf die Größe an, aber
welche Kraft man da auch hat. Ich glaube, das vergisst man auch oft, ne? Also, und in dem Fall ist es wirklich, also gut, ich möchte mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Ne? Ich bin leider, also nicht leider, aber ich bin keine aktive Contributorin zu Terraform. Aber natürlich kann ich mir auch vorstellen, wenn das nicht so von der Community angenommen worden wäre, dieses Tool, und in dem Maße weiterentwickelt worden wäre, auch von der Community, wäre das nie so groß geworden. Also das heißt, der Erfolg baut da auch schon drauf auf. Und es ist ein bisschen schade, wie sich das gerade alles entwickelt. Aber manchmal gibt es auch mal so ein bisschen Clinch und dann entstehen neue Tools. Innovation ist eigentlich auch gut, ne? Also auf jeden Fall beobachten, würde ich sagen. Genau. Und ich habe noch eine zweite Frage. Und zwar meine zweite Frage wäre, wie starte ich jetzt mit Fargate? Wäre es gut, wenn ich zum Beispiel zuerst mit einem Hobbyprojekt starte? Lohnt sich das überhaupt? Und weil du hast ja auch eben gesagt, Kosten ist so ein Problem und da gibt es ganz, ganz viele Stolpersteine. Und irgendwie will ich das ja auch lernen und irgendwie safe haben und nicht dann irgendwie plötzlich in was reinrennen, wo dann die Kosten eben explodieren. Also was rätst du uns? Wie soll man damit starten, wenn man noch nie was mit AWS gemacht hat, noch nie mit Fargate hantiert hat? Was wäre da so ein guter Einstieg? Das ist eine gute Frage. Also tatsächlich würde ich erstmal sagen, so generell, wenn man das einfach mal ausprobieren würde, ist Fargate tatsächlich wirklich ein guter Einstieg, weil ich mich um alles drumherum gar nicht kümmern muss. Also ich kann bei bekannten Mustern bleiben, ne, wie ich das schon erzählt habe, dass man halt Docker-Image nutzen kann. Dadurch, dass ich ja nur dann bezahle, wenn der Fargate-Cluster auch läuft, ne, also wenn die Tasks laufen, kann ich immer wieder dafür sorgen, dass ich habe halt was getestet. Habe mein Projekt mal aufgesetzt, dann fahre ich es wieder runter. Kostet mich nichts mehr. Also es kostet mich dann auch keine Speicherkosten. Es ist so, dass das, ja, also ich bezahle nur das, wenn es auch wirklich läuft. Richtung Hobbyprojekt, also ich würde tatsächlich schon sagen, das ist so, also das ist so das Generelle, was ich gerne mitgebe, wenn man sich mal mit Cloud beschäftigen will. Natürlich, irgendwann braucht man eine Aufgabe, die Sinn macht. Ich bin so vom Typ, so, ja, also ich möchte auch ein bisschen Freizeit manchmal haben, ne? Wenn mir die Arbeit die Möglichkeit gibt, ich habe gerade ein Projekt, was irgendwie mit Fargate funktioniert und den Raum dafür, lass mal ausprobieren. Das ist nicht immer möglich, klar. Aber dann ist natürlich total schön, wenn man ein Hobbyprojekt hat, ne? Also wenn man da auch aufgeht, weiß ich nicht, ich habe immer so, mein Lieblingsbeispiel ist irgendwie die aktuellen Eissorten von der Lieblingseisdiele um die Ecke mal anzeigen. Also so kann man ja mal rumspielen, ne? Und bei Fargate geht es ja dann immer darum, also du hast ja, also entweder machst du halt eine API draus, die du irgendwie aufrufen kannst, oder du baust das komplette Web-Setup, ne? Machst irgendwie Server-Side-Rendering-Application draus. Also da sind dir ja dadurch, dass du so frei bist in deiner Wahl, was ich auch mit Docker dann machen kann, kannst du dir auch aussuchen, welchen Part du machst, ne? Und das ist dann, ja, also natürlich muss man muss schon bei den Kosten aufpassen. Ich muss jetzt aber auch sagen, tatsächlich, also von meiner Warte aus, ne, so $8 im Monat ist okay für ein kleines Projekt. Wenn jetzt nicht viel Traffic auch draufkommt, geht es. Es gibt natürlich in AWS da deutlich andere Optionen, die man nutzen kann. Die sind dann aber nicht so gut produktiv skalierbar. Also da gibt es zum Beispiel Elastic Beanstalk, kann man auch verwenden. Ist ein guter Einstieg dafür. Habe ich aber persönlich die Erfahrung gemacht, dass es produktiv dann, da kommt es an seine Grenzen. Also wenn man das dann wirklich auch skalieren will. Aber das ist auch die Frage, wie ich mein Hobbyprojekt, naja, vielleicht geht es durch die Decke. Ne? Vielleicht nimmt es die Community an und dann geht meine Eisdielen-API. Geht dann, die geht, macht dann die GitHub Stars, gehen dann hoch, wer weiß. Ja, beantwortet das deine Frage so ein bisschen? Ja, ich habe mir auch so ein bisschen vorgestellt, so à la, ich will jetzt Continuous Delivery machen, dann habe ich quasi jeder Commit geht irgendwie in Production oder auf die Testumgebung und so weiter. Dann müsste man ja auch irgendwie das Ganze monitoren können, dass man auch sieht, hey, wo stehe ich bei den Kosten? Ich weiß zwar, ich kann ein Budget setzen bei AWS, so das kann sicher dabei helfen, das Ganze ein bisschen einzugrenzen, aber dann gibt es ja auch quasi immer wieder mal Zeiten bei AWS, wo die Sachen einfach teurer werden. Und dann explodieren die Kosten vielleicht sogar, oder? Ja, also das muss ich halt, das muss ich immer monitoren. Ich bin tatsächlich, das weiß ich jetzt gerade leider nicht, aber es gibt so ein Freikontingent, also Free-Tier nennt sich das. Es kann ich gerne im Nachhinein nochmal nachschauen, ob da Fargate auch mit dabei ist.
Tatsächlich, wenn man jetzt sagt, so, ich muss extrem auf die Kosten gucken, weil das ist ein Hobbyprojekt, ich möchte es einfach nur mal hochbringen, ein paar Leuten zur Verfügung stellen, dann ist natürlich so, würde ich sagen, setz lieber auf eine Lambda, also ein Setup mit Lambda, also komplett serverless gehen, weg von dem ganzen Container. Ist natürlich schade, dann kann man nicht mit Fargate arbeiten, aber das löst mein Kostenproblem auf jeden Fall. Also Fargate ist, würde ich jetzt eher empfehlen in so einem Sinne, wenn ich schon bereits eine dockerisierte Applikation habe, also und das Umschreiben mich auch entsprechend kosten würde. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich will irgendwie nicht noch meine Container ausklamüsern, sondern das ist da und wir verwenden das und das ist vielleicht auch noch compliant in der Company, was weiß ich, dann macht es schon Sinn. Wenn du jetzt aber so komplett auf der grünen Wiese anfängst und unter dem Aspekt Kosten sind wichtig, würde ich sagen, würde ich sogar noch ein Stückchen tiefer gehen und lass komplett serverless machen, also ein Lambda-Setup, vielleicht mit einem S3-Bucket, also ein bisschen losgelöster eben von der ganzen Container-Architektur. Genau. Ja, wir haben immer noch keine Fragen aus der Audience. Sie sind ja alle wunschlos glücklich, das ist super. Ja, scheint so zu sein. Es hat mich Sehr sehr gut. gefreut, dich hier bei uns zu haben und dich wieder mal so zu sehen. Ja, Und gleichfalls. ich würde sagen, dann schließen wir für heute. Was meinst du? Passt das? Das können wir so machen. Und wie gesagt, wenn euch noch irgendwas aufkommt, eine Idee, eine Frage, meldet euch einfach. Oder vielleicht sieht man sich auch mal wieder in der Schweiz. Ich komme ja auch Genau, gerne mal wieder hoffentlich. vorbei. Ich habe noch ein paar Abschlussworte hier. Ich möchte gerne den Leuten im Hintergrund Danke sagen. Der Video oder das Video wird dann publiziert von Markus. Markus ist gerade im Urlaub in den USA am Fahrradfahren. Und wenn er mal wieder so einen Pausentag hat, dann schneidet er ein Video zusammen und publiziert das dann auf YouTube. Genau, und dann auch natürlich Ursula, die uns immer hilft mit der Organisation der Events und unseren Sponsoren. Genau. Dann eben, die Videos landen da bei YouTube, wie schon gesagt. Wir haben natürlich auch einen Slack-Channel, den ihr nutzen könnt, wo wir dann auch zum Beispiel verschiedene Dinge auch posten, wo Events stattfinden, die zum Beispiel eben auch interessant sind in der Java Community. Aber es gibt auch immer wieder Leute, die mal da Fragen reinstellen und von jemandem dann auch beantwortet wird. Also nutzt auch hier die Möglichkeit dazu. Und am Schluss, wenn ich jetzt hier nachher den Channel schließe, werdet ihr weitergeleitet aufs Feedback-Formular. Bitte kurz ausfüllen, weil es gibt wie immer die Chance und Möglichkeit, eine IntelliJ-Lizenz zu gewinnen. Dankeschön, Nora. Und es hat mich sehr gefreut, dich hier zu haben. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und wenn ich jetzt dann gleich den Kanal schließe, dann schmeißt es uns beide raus. Also das heißt, wir können nicht mehr Tschüss sagen. Ich hoffe, das ist für dich okay. Und darum schönen Abend alle zusammen und Schönen bis Abend zum auch. nächsten Mal. Danke, dass Tschüss. ihr da wart. Ciao.